Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Studio von OKTV Ludwigshafen zu einer weiteren Folge unserer Reihe im Gespräch. Heute mit einem Gast aus der Wissenschaft. Ich begrüße von der Dualen Hochschule in Mannheim ganz herzlich Herrn Professor Dr. Gerhard Lemke, dort Leiter des Studiengangs für digitale Medien, Medienmanagement und Kommunikation. Das ist ja ein langer Titel, deswegen habe ich auch noch mal auf das Blatt geschaut. Herzlich willkommen bei uns. Und wir haben ja Sie bilden mit dem Studiengang, mit der Dualen Hochschule, ja mehrere sehr spannende Gebiete ab. Inhaltlich, aber wie auch formal. Denn die Duale Hochschule ist ja nun sehr praxisorientiert und so praxisorientiert, dass ein Teil der Ausbildung ja in einem Betrieb stattfindet, der andere Teil an der Hochschule. Ja. Und begonnen hat ja alles 1974 im Rahmen eines Experiments, was in den letzten 40 Jahren sehr erfolgreich verlaufen ist. Ja. Wenn Sie vielleicht kurz mal das Modell der Dualen Hochschule beschreiben können, ja, was auch die Idee, die hinten dran steht. Also erstmal, danke, erstmal vielen Dank für die Einladung und zur Dualen Hochschule. Zunächst erstmal, ja, das ist eine der größten Hochschulen in Deutschland. In Baden-Württemberg ist es die größte Hochschule. Wir haben weit über 30.000 Studierende und sind jetzt in Baden-Württemberg mit 9 Standorten unterwegs. Ist also tatsächlich noch ein baden-württembergisches Modell, das sich in seiner Struktur in Baden-Württemberg abbildet, aber die Studierenden mittlerweile aus dem ganzen Bundesgebiet kommen. Und tatsächlich, das Modell ist deswegen so erfolgreich, weil es halt sich nicht nur darauf fokussiert, im Elfenbeinturm befindliche theoretische Wissenschaft zu erzeugen. Wir machen also keine nicht zwingend Primärforschung, sondern sind halt anwendungsorientiert, gemeinsam mit unseren Unternehmen und machen mit den Unternehmen Sekundärforschung. Das ist das, was wir treiben. Die Studierenden haben natürlich einen fantastischen Vorteil. Sie haben keine Semesterferien, aber dafür haben sie quasi Trimester und verbringen dann ein Semester von 3 Monaten bei uns an der Hochschule und im Anschluss unmittelbar danach dann in einem Partnerunternehmen. Wir haben in der gesamten dualen Hochschule mehr als 7.000 Partnerunternehmen jeglicher Größe und Couleur. Und in Baden-Württemberg sicherlich eine sehr hohe Abdeckung von weit über 80%. Naja, und der zweite Vorteil für die Studierenden ist natürlich auch, dass sie einen Arbeitsvertrag mit diesem Unternehmen haben und das Unternehmen bezahlt dann quasi das Studium der Hochschulausbildung. Und das hat sicherlich auch ein ganz wichtiger Grund, warum es so erfolgreich geworden ist. Aber während die ersten Anfangsjahre, Dekaden muss man sagen, unter dem Namen der Berufsakademie fungierten, sind wir jetzt seit rund 9 Jahren quasi duale Hochschule, also auch in den wissenschaftlichen Ministerien aufgestellt und nicht mehr, wie es früher noch war, im Bildungsministerium, sind den normalen Fachhochschulen, den normalen Universitäten absolut gleichgestellt, wir werden auch absolut gleich behandelt. Und ja, insofern hat das Modell wirklich sehr viel Erfolg gezeigt und die Arbeit dort macht sehr viel Spaß. Also Sie können in den ganzen Studiengängen dann ganz normalen, in Anführungszeichen, Bachelor- und Masterabschlüsse erwerben. Richtig, genau, wie an jeder anderen Hochschule auch. Und ob Sie nun 3 Monate an der Uni Mannheim studieren oder 3 Monate bei uns, ist von der Organisation her völlig identisch. Durch den Bologna-Prozess sind alle Studiengänge in Bachelor- und Masterstudiengänge umformuliert worden und neu ausgerichtet worden. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Ja, und Sie sind Studiengangsleiter jetzt in einem der Studiengänge, die für uns natürlich auch sehr spannend ist. Und wir bilden ja im Moment bei OKTV Ludwigshafen Mediengestalter Bild und Ton seit 1999 aus, also die sozusagen handwerkliche Ausbildung. Wir wollen ja auch in eine Kooperation kommen, dies mit Wissenschaft auch anzureichern und der Bauhaus-Idee entsprechend Handwerk und Universität auch ein wenig zusammenzuführen. Was zeichnet denn Ihren Studiengang, beziehungsweise sind ja 2 Studiengänge aus? Naja, es gibt an der gesamten Hochschule einen Studiengang Medien, an der an verschiedenen Standorten praktiziert wird und ausgeübt wird. Wir in Mannheim hatten 2001 eine erste Gründung in diesem Studiengang mit der Vertiefungsrichtung der digitalen Medien. Also wenn sich andere Studiengänge mit analogen Medien vorwiegend beschäftigten, waren wir einer der ersten, mit 2001 sicherlich einer der ersten, die sich mit den digitalen Medien beschäftigt haben. Das hat ein Kollege von mir gegründet. Ich kam 2007 dazu
und habe dann dort eine weitere Vertiefungsrichtung Medienmanagement und Kommunikation installiert, die auch von Anfang an sehr erfolgreich gestartet ist, auch mit neuen Kooperationsunternehmen und neuen Team. Ja, und was das Besondere ist, naja, wir beschäftigen uns erstmal crossmedial mit digitalen Medien, also nicht nur mit Zeitung oder nicht nur mit TV, nicht nur mit Radio und auch nicht nur eben mit Internet, sondern wir beschäftigen uns crossmedial mit der Nutzung und Integration verschiedener Medienkanäle für betriebliche Anforderungen. Und das ist das, was die Wirtschaft braucht, nicht nur die Wirtschaft, sondern was unglaubliche neue Arbeitsplätze schafft, von denen wir auch bis heute immer noch nicht wissen, was da in Zukunft noch an neuen Job-Descriptions noch entstehen wird. Naja, und der Schwerpunkt bei mir ist die Nutzung von digitalen Medien halt in Kommunikationsumfeldern. Das heißt also alles, was wir mit digitalem Marketing, der digitalen Kommunikation gestalten, also ganz pragmatisch Online-Werbung für Unternehmen oder WhatsApp-Nutzung in der Kundenkommunikation, damit beschäftigen wir uns. Und das ist insofern sehr, sehr spannend und sehr abwechslungsreich, weil da ja jede Woche was Neues passiert. Mhm. Ja, und eine unglaubliche Entwicklung in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Unfassbar, ja. Die ja auch nicht aufhört, sondern eigentlich beschleunigt weitergeht. Es beschränkt sich ja nicht nur auf Unternehmen, sondern dieses Phänomen Digitalisierung, neue Kommunikation, Crossmedialität, dass wir unter ganz unterschiedliche Informationen über ganz unterschiedliche Kanäle verbreiten können, allerdings auch bekommen, ist ja nun auch eine Frage, die Unternehmen auch unter dem Aspekt sozialer Kommunikation betreffen und damit letztlich auch die Gesellschaft im nichtwirtschaftlichen Bereich betrifft. Und dann leitet sich daraus natürlich auch die Frage ab, wie denn nach Ihrer Einschätzung, wie ist denn die Entwicklung? Sie sagten, Sie haben 2007 begonnen. Wo sehen Sie denn die relevanten Entwicklungspfade? Was ist da passiert in den vergangenen 11 Jahren, wo man sagen kann, da hat sich substanziell was verändert? Da sind jetzt Richtungen zu erkennen, in die die gesamte Crossmedialität sich weiterentwickeln wird, nach Ihrer Einschätzung. Vielleicht beziehe ich mich da in der Beantwortung nicht nur auf die letzten 10 Jahre oder 11 Jahre, sondern schon vorher. Ich bin ja schon seit weit über 25 Jahren dieser Thematik unterwegs, aktiv in verschiedenen Rollen. Und was sich getan hat, ist ganz klar, das Thema der Digitalisierung ist in Wirtschaft und in Gesellschaft mittlerweile angekommen. Es ist ein Flächenphänomen geworden. Das liegt insbesondere darin, dass bestimmte Dienste, Softwaredienste, bestimmte Portale à la Facebook, bestimmte Hardwaregeräte wie Smartphones flächendeckend in jedem Haushalt vorhanden sind. Das war vor 10 Jahren noch längst nicht so. Vor 10 Jahren gab es noch keine Smartphones, beziehungsweise gab es erst das erste von Apple. Und insofern haben sich die Menschen und auch die Unternehmer und die Unternehmen mit in den letzten 10 Jahren sehr intensiv mit den Möglichkeiten dieser, ja, Smartphone und Co. Digitalisierung beschäftigt und was sie vorher zwar auch schon getan haben, aber eben nicht im Sinne einer Mediennutzung. Wenn wir über Medienprodukte sprechen, sprechen wir auch über Medieninhalte, sondern vorher hat man sich bis vor 10 Jahren mit Automatisierung beschäftigt. SAP-Systeme und vergleichbare Systeme sollten Prozesse optimieren und automatisieren. Das ist überhaupt kein neues Thema. Was tatsächlich in den letzten 10 Jahren neu geworden ist, sind neue Medieninhalte, die dazugekommen sind und die vorher die Unternehmen in keinster Weise beschäftigt haben. Können Sie da mal Beispiele nennen? Naja, also beispielsweise, wenn ein Unternehmen, nehmen wir mal einen Automobilhersteller, vor 15 Jahren ein neues Automobil produziert hat oder relaunched hat, wir können das Beispiel konkretisieren, der A-Klasse, dann war immer die Frage, wie bewirbt ein Unternehmen so etwas? Und klassische Bewerbungsmedien waren Printanzeigen, großflächige Anzeigen in der hiesigen Wirtschaftspresse, dort, wo die Käuferschichten, also die Zielgruppen offensichtlich vermutet wurden. Und natürlich TV-Kampagnen, also Werbung, TV-Werbung, was wir alle seit Dekaden kennen. Das hat sich gewandelt und hinentwickelt zu einer viel stärkeren digitalen Kommunikation. Das heißt also, die Werbebudgets sind aus Print und TV zurückgefahren worden, obwohl es doch immer noch gemacht wird, aber vielmehr auch in den digitalen Bereich hineingewachsen. Und so wird Werbung heute eben nicht nur über Print und TV ausgespielt, sondern mittlerweile auch über verschiedenste Online-Kanäle.
Also nicht nur das Internet als ein zusätzlicher Kanal zusammengefasst, sondern auch im Internet die unzähligen verschiedenen Kanäle. Das gab es vorher alles nicht. Und so werden halt mittlerweile heute zuerst YouTube-Videos produziert, um dann zu überlegen, ob man sie gegebenenfalls ins TV bringt, was vorher vor 10 Jahren völlig undenkbar war. Und die ganze Problematik, die ganzen Chancen und natürlich auch Risiken, zum Beispiel im Bereich ja personalisierter Werbung und Werbung ja nicht nur im kommerziellen, sondern auch im Bereich politischer Werbung, dass man genau weiß anhand soziodemografischer Merkmale, dem und dem, die und die Familie kauft das und das, wählt vielleicht auch das und das, ist ja wohl auch ein neuer Effekt, der auch mit den Technologien, unter anderem Smartphone, wo diese Datenströme erzeugt werden, auch erst möglich wurde. Absolut. Ja. Es ist ein Effekt, es ist eine Konsequenz der technologischen Entwicklung. Aber vor dem Effekt war ein Bedürfnis da. Denn vor 15, 20 Jahren haben die Menschen gesagt, ich kann eigentlich die ganzen Zeitungen, die bei mir im Briefkasten sich befinden, ich kann die ganze Werbung, die in meinem Briefkasten landet, ich kann auch die ganze Werbung und die Informationen, die mir über TV-Kanäle und Radiokanäle vermittelt wird, gar nicht rezipieren, ich kann sie gar nicht mehr strukturieren, systematisieren. Das ist zu viel für mich. Ich möchte eigentlich nur noch die Informationen, die mich interessieren. Dann kam das Internet, besser gesagt das World Wide Web Anfang der 90er Jahre, also damit die kommerzielle Nutzung des Internets. Und was wir heute können, ist genau das, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Wir können tatsächlich durch Hightech-Technologien heute Informationen über Konsumenten und über uns Menschen sammeln und über jeden Einzelnen sammeln, um daraus Verhaltens- und Kaufprofile zu entwickeln, um dann halt dieses Bedürfnis, was vor 15 Jahren gefordert wurde von den Menschen, zu befriedigen. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt kann man das tun. Und jetzt sagen immer mehr Menschen, das finde ich aber nicht gut. Weil natürlich so ein Service, so eine Bedürfnisbefriedigung, so ein Nutzen auch seine Schattenseiten hat. Und die werden nun tatsächlich viel zu gerne verschwiegen. Aber wenn wir schon so darüber sprechen, sind natürlich dann die Schattenseiten, dass wir als Menschen immer transparenter werden, Technologien sammeln, Verhaltensdaten über uns und somit werden wir immer transparenter. Man darf nie vergessen, dass diese Technologien diese Daten niemals löschen. Niemals. Das heißt, also, wer heute jung auf die Welt kommt und eine Lebenserwartung von 82 Jahren bei den Damen beispielsweise hat, weiß man, dass die Server und die Großkonzerne diese Daten für über 80 Jahre sammeln werden, um dann auch im 82. Lebensjahr noch die entsprechenden Altersprodukte anbieten zu können, beispielsweise. Und wir haben das Thema des Datenschutzes, denn solche transparenten, offenen Datensysteme sind niemals sicher. Jeder, der ein berechtigtes oder unberechtigtes Interesse hat, hat Zugriff auf diese Daten. In Amerika ist das gang und gäbe, wenn man sich dort bewegt und mit den Politikern spricht, dann gibt es ganz offene Kommunikation darüber, dass Unternehmen mit Staatseinrichtungen und mit Sicherheitsbehörden die Daten völlig frei und offen austauschen. Und das ist eine Situation, ich sage, okay, das ist der Preis dafür, solange wir uns in demokratischen Gefilden bewegen und in parlamentarischen Gefilden bewegen, wo es durchaus eine, sage ich mal, demokratische Staatsmacht gibt, mag man als Einzelperson das Risiko noch nicht identifizieren. Aber wenn wir uns in eher radikaleren oder monopolistischen Staaten bewegen, hat das natürlich ein extrem hohes Risiko. Wir sehen das in China, wo wir jetzt beobachten können, dass Menschen geprofiled werden nach ihrem Verhalten im Hinblick des Staates. Ein Social Core, ne? Ja. Und insofern kann natürlich dann der Chef dieses Landes wissen, in welche Richtung läuft sein Volk und wie treu ist es eben in seiner politischen Gesinnung. Wenn wir nochmal zu dem kommerziellen Bereich zurückkommen, mir fällt da ein Buch ein, ich glaube aus den 80ern, Die geheimen Verführer, also was Werbung, wo es ja um Printwerbung, Kinowerbung und also die klassische analoge Werbung oder Werbung aus der analogen Welt ging. Diese Möglichkeit jetzt sehr genau
zielgenau Werbung zu platzieren, Produkte anzubieten. Wie hoch schätzen Sie denn da den manipulativen Charakter ein? Also das ist dann ja nicht nur, was meinem Bedürfnis entspricht, sondern da kommt doch auch noch ein anderer Anteil dazu, was meinen Bedürfnissen entsprechen könnte. Naja, es sind zunächst erstmal die Nutzenbedürfnisse, die versucht wird zu befriedigen dabei. Ne? Also es interessiert viel mehr, ob du nun lieber Kugelschreiber kaufst oder lieber Füller kaufst. Und wenn ich Informationen darüber habe, ob jemand lieber mit Füller oder mit Kugelschreiber schreibt, kann ich ihm entsprechende Werbeangebote liefern. Also sie sind zunächst erstmal nutzerorientiert. Das ist ja auch immer so dieses positive Argument der Werbewirtschaft, indem sie sagen, wir tun ja Gutes für die Konsumenten. Wir wollen ihnen ja wirklich nur das geben, was sie wollen. Auf der anderen Seite ist das natürlich aber eine starke Reduzierung und Verkürzung des Konsumverhaltens, weil es gibt Menschen, die schreiben eben nicht nur mit Füller oder eben nicht nur mit Kugelschreiber, sondern in der Regel mit beiden. Und vielleicht haben sie auch noch ein anderes Gerät oder eine andere Schreibhaltung oder vielleicht diktieren sie auch nur noch. Und das wird dabei ausgegrenzt. Und insofern ja, nutzenorientiert. Aber Sie sprechen die Psychologie, die Werbepsychologie an. Da sind die Informatiker, also die Server und die Leitungen und so weiter und auch die Online-Marketing-Agenturen noch längst nicht so weit, wie es jetzt beispielsweise in der Werbepsychologie des TV-Kanals ist. Aber es gibt natürlich Bezüge zueinander. Und was wir aber wissen ist, dass die Ausspielung von Werbebotschaften in der Regel über Text und visuellen Medien geschieht, die unterschiedlich dargestellt werden. Und da gibt es Erhebungsmethoden. Eine ist beispielsweise eine typische Eye-Tracking-Methode, mit der man dann quasi Wahrnehmung rezipieren kann, analysieren kann, um darauf dann halt die entsprechenden Medienproduktwerbungen auch abzustimmen. Nehmen wir zum Beispiel, wenn Sie ein konkretes Beispiel vielleicht bei Facebook. Facebook hat festgestellt, dass die textbasierte Werbung nicht hinreichend Klickzahlen erzeugt und damit nicht hinreichend Umsatz erzeugt. Dann haben sie experimentiert und haben gesagt, naja, wir bieten keine textbasierten Werbeausspielungen mehr an, sondern wir bieten nur noch bildorientierte Werbung an. Dann haben sie gesehen, aha, bestimmte Bilder werden mehr geklickt als andere Bilder und das wiederum analysiert. Und man weiß heute, nicht nur von Facebook, sondern halt auch aus der Medienforschung, dass die visuelle Darstellung von Bildern auch einen extrem geringen Informationsgehalt haben muss. Das heißt also, Sie sprechen dann eben keinen Nutzen eines Füllers in einem Bild an, sondern Sie sprechen natürlich eine Emotion an. Mhm. Und da weiß man, dass bestimmte Farben eine höhere Wirkung haben als andere Farben. Man weiß, dass das Unterlegen von Klängen und von Musik natürlich auch im Internet eine andere Wirkung erzeugt als ohne. Naja, und so kann man dieses Spiel dann halt Medienprodukt und Kanal für Kanal weiter durchgehen. Und ja, Psychologie ist ein wichtiges Thema und ein ganz extrem wichtiges Forschungsfeld für die Werbewirtschaft. Also wird man da sehen, wie es auch im Internet weitergeht, was die Algorithmen, was uns die Algorithmen in diesem Feld noch bringen werden. Ja. Aber auf der Basis, und das erscheint mir aber auch noch wichtig zu sein, von Datenströmen, über die wir ja, also auch als Konsumenten, als Nutzer und als ja auch als Staatsbürger gar nicht sehr genau Bescheid wissen. Und wenn man uns das mitteilt, ja auch sehr erstaunt sind, was man alles über uns weiß und welche Daten wir alleine durch Handynutzung an Bewegungsdaten liefern, dass wir also jederzeit geortet, verortet und auch in der Vergangenheit, auch die Vergangenheit ganz deutlich gezeigt werden kann, wo wir denn überall waren. Ja. Ich sehe zwei große Phänomene bei dieser Thematik. Das eine Phänomen ist, obwohl mit Menschen, wenn man es einem Menschen, also einem Online-Nutzer, einem digitalen Nutzer argumentativ nahebringt, dass seine Daten völlig transparent sind und man ihm auch vor Augen führt, welche Konsequenzen es haben kann, dann ist er gar nicht erschrocken. Und auf der anderen Seite, das zweite Phänomen ist, dass die Politik meines Erachtens nicht hinreichend in die Gesetzesentwicklung geht, sondern immer wieder versucht, quasi das auszuhöhlen. Also auszuhöhlen, dass ein Mensch ein persönliches Recht auf Daten hat und durch die Ökonomisierung halt von Gesellschaft und Wirtschaft immer mehr Politik sich hinreißen lässt, Datenschutzgesetze und Strategien permanent auszuhöhlen. Man sieht das bei der neuen Datenschutzverordnung, die quasi zwar sehr streng und sehr eng ist,
Aber sobald es darum geht, dass ein Unternehmen Daten von einem Menschen haben will, auf einmal aufgelockert wird. Vielleicht das Spannende ist vielleicht das erste Phänomen. Warum machen Menschen etwas? Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Wir wissen, dass in der mobilen Datennutzung sehr viele psychologische Trigger installiert sind. Ich nehme ein ganz konkretes Beispiel. Wenn Sie bei Instagram, Bildkanal, dort Bilder haben, dann haben Sie Möglichkeiten, dass Freunde oder Bekannte oder wer auch immer sich diese Bilder anschaut, liked, mit einem Herz versieht beispielsweise. Und diejenigen, die sehr aktiv sind, ziehen sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Selbstvertrauen und sehr viel Selbstwertgefühl daraus, wie häufig seine Bilder betrachtet werden, beziehungsweise geliked werden. Das gab es auch schon immer, klar. Wenn über einen Menschen früher, vor 30 Jahren, viel gesprochen wurde, fühlte der sich wertvoller im gesellschaftlichen Gefüge als jemand, der über den gar nicht gesprochen wurde und in seinem Zimmer herumkauerte. Das ist nun transparent geworden. Das heißt, was dort passiert ist, dass die digitale Wirtschaft sich darauf spezialisiert hat, genau diese psychologischen Trigger, diese Impulse für unser Gehirn, für unser Belohnungssystem zu verfeinern und so gezielt anzusprechen, dass die Kanäle hochfrequentiert werden und die Medien in diesen Kanälen ebenfalls hochfrequentiert werden. Das Konzept ist dabei ein Geschäftsmodell, weil natürlich damit Werbung verbunden ist, weil damit Mediadaten verbunden sind und weil Instagram sagen kann, wir haben so und so viele Milliarden Nutzer mit so und so vielen Millionen Klicks. Und bei Facebook wissen wir, in jeder Sekunde finden weltweit 2 Milliarden Klicks in jeder Stunde, in jeder Minute statt. Und das sind natürlich Zahlen, wenn dann ein großer Konzern, Unilever oder wer auch immer, dann auf Facebook zukommt und sagt, so, ich möchte in Südostindien ein ganz bestimmtes Produkt auf den Markt bringen, hast du Daten darüber? Dann gibt es nicht viele Konzerne, die Daten haben, aber die kommen aus der digitalen Wirtschaft. Und dann kann man natürlich sehr treffsicher dann dieses Produkt platzieren und natürlich in sehr kurzer Zeit sehr hohe Umsätze erzielen. Das ist das Ziel dahinter. Also man muss sich davon trennen, dass das alles gut ist, was wir dort machen und was wir dort erleben. Beziehungsweise man muss sich nicht zwingend trennen. Man kann ja auch sagen, ich sehe das durchaus kritisch und sagen, ich bin ja Teil eines ökonomischen Systems, über das wird niemals gesprochen, aber meine Klicks führen dazu, also meine Arbeit, meine Zeit, die ich umsonst dort hineingebe, führen dazu, dass ein Konzern sehr viel Geld damit verdient. Und muss man kein Marxist sein oder auch kein Sozialist oder kein Kommunist, um zu erkennen, dass sich hier Arbeit von dem Wert völlig getrennt haben und auch in der digitalen Wirtschaft gar nicht mehr zusammenzuführen sind. Das finde ich auch einen spannenden Aspekt, sich zumindest in der Theorie zu überlegen, ob ich nicht als Konsument dann oder als Datenlieferant nicht auch was dafür haben möchte. Also dass man konkret auch zum Beispiel bei Facebook auch sagen kann, wenn du meine Klicks haben möchtest, hast du mir was dafür zu bezahlen, durchaus auch auf einer ordnungspolitischen Grundlage. Auch als eine Idee zur Selbstregulierung und zu einer marktwirtschaftlichen Lösung dieser Probleme. Setzt allerdings erstmal Transparenz voraus, dass ich weiß, was passiert eigentlich und dass das alles als Closed Shop behandelt wird, ist eines der Geschäftsgeheimnisse, warum sich wohl auch derartig viele Milliardenbeträge, die nicht unbedingt versteuert werden, dann bei diesen Unternehmen im Moment wiederfinden. Ja, man muss sich überlegen, Google ist jetzt seit über 10 Jahren auf dem Markt und ist die führende Suchmaschine weltweit geworden. Also in den meisten Ländern und Kontinenten sind sie Nummer 1. China ist dann eine Ausnahme, Japan ist eine Ausnahme. Jetzt müssen Sie überlegen, wenn Sie 10 Jahren lang das Nutzerverhalten eines Menschen tracken, wie man das so schön neudeutsch heißt. Also Informationen darüber sammeln, wofür sich ein Mensch, ein einzelner Mensch interessiert. Dann wissen Sie ziemlich viel über den. Sie wissen sogar mehr als Externer, mehr über ihn, als der Mensch selber über sich selber weiß. Oder Familienmitglieder beispielsweise wissen. Und weil da pflegt man ja auch noch so seine kleinsten Geheimnisse und so weiter und so fort. Und und da ist natürlich eine unfassbare Marktmacht dabei. Und wenn man sich ich kenne Google von innen so ein bisschen, jedenfalls Google Deutschland, und wenn man sich dort in vertraulichen Gesprächen mit dem einen und anderen Manager unterhält und die mir dann berichten, was die wirklich wissen und was sie damit tun, dann ist das erschreckend. Aber das wird, wie Sie sagen, in einem Closed Shop natürlich absolut isoliert von der Öffentlichkeit. Wenn das herauskäme, wäre dieser Laden kaputt.
Und es ist schon ein sehr, sehr mächtiger Konzern. Und jetzt nochmal zurück auch zur politischen Dimension. Wenn wir haben das bei Trump gesehen, wir haben die Diskussion, ob russische Militanten die sozialen Netzwerke der Trump-Kampagne oder der Clinton-Kampagne beeinflusst haben. Ganz genau weiß man das nicht, dass da was passiert ist, weiß man. Aber welche Macht dahinter ist? Und die Kampagnen, die politischen Kampagnen von Clinton und Trump, und im Übrigen muss man wissen, dass Clinton viel professioneller mit den Daten umgegangen ist als Trump, waren so dezidiert, dass in den letzten Wochen dieser Kampagnen, zumindest wenn es in die Bundesstaaten hineinging, Mitarbeiter gezielt Menschen zu Hause besucht haben, von denen sie wussten, dass sie mindestens zu 49% den einen oder den anderen nicht wählen würden. Um dann mit Information und Argumentation und Informationsmedien dann in die ein oder andere Richtung dann zu bewegen. Und insofern sind diese Medien mächtig, dass die Medien vierte Staatsmacht in Deutschland sind, das ist nichts Neues. Aber das Internet ist unter denen sicherlich das Mächtigste. Das heißt also von die digitale Welt, von der Produktion 4.0 über soziale Netzwerke, über die Datensammelmaschinen als die neue heile Welt, kann man das ja sicherlich alles nicht ansehen, sondern durchaus auch als eine, ja, sagen wir mal, eine technologische Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir alle in einem demokratischen Prozess im Auge behalten müssen, wenn wir dann nicht, wie sagten vorhin schon mal Social Core in China, wo sie dann anhand dieser Daten als guter oder schlechter Staatsbürger behandelt werden können und dann Vor- oder Nachteile erfahren. Ja. Und das ist dann ja eine Sache, die weit über Orwell hinausgeht. Orwell hatte ja nun recht mit 1984. Was heißt Recht? Es ging ja ihm nicht um Recht oder Unrecht, sondern er hat ja eine Dystopie gezeichnet, die sich ja im weitesten Sinne tatsächlich erfüllt hat. Das ist sehr, sehr überraschend und macht seinen Verkaufserfolg natürlich aus. Aber wissen Sie, ein demokratisches System, und ich bin ein absoluter demokratischer Verfechter, ohne Wenn und Aber, basiert auf Freiheit und Autonomie des Einzelnen. Und wir denken, dass wir durch die digitalen Medien im Besonderen freier und autonomer geworden sind. Das ist augenscheinlich und über der Wasseroberfläche durchaus so. Aber unter der Wasseroberfläche, das meiste, was wir nicht sehen, wird diese Freiheit und diese Autonomie aufgelöst, aufgebröckelt. Und da muss ein Staat her, da muss ein Staat stark sein. Und durch Gesetzgebung, nicht nur nationaler Gesetzgebung, sondern in unserem Fall auch durch EU-Gesetzgebung, ein ganz massives Auge drauf haben. Ich frage mich, warum wir 21 Kommissare in der EU haben. Davon müssten 5 Kommissare sich eigentlich mit dieser Thematik beschäftigen. Wie halten wir Recht? Wie halten wir Freiheit und Autonomie in den nächsten 100 Jahren aufrecht? Und das ist ja der eine Aspekt, was macht das System mit uns? Die Frage ist jetzt auch, wie gehen wir, also jeder Einzelne damit um? Mhm. Auch bei der Vermittlung, Sie sind Professor an einer Hochschule, vermitteln Wissen, liefern auch Bildung und Gerüste, mit denen man mit einzelnen Fakten umgehen kann. Also dass man das theoretische Wissen in Praktisches umsetzt. Oder man kann es ganz einfach sagen, wie schaue ich auf die Welt? Und da haben Sie auch eine ganze Reihe von kritischen Büchern und Aufsätzen geschrieben, zu sagen, also dass jetzt das Smartphone, Tablet und auch diese neue, heile digitale Welt sich auch nur bedingt eignet, um diesen Bildungsprozess, wenn ich das mal so bezeichnen kann, zu einem autonomen, wissenden und vor allen Dingen auch mit beiden Füßen in der Welt stehenden Menschen zu ermöglichen. Also Sie sprechen das Thema digital orientierte Bildung an oder Bildung mithilfe digitaler Medien. Wissen Sie, seit 20 Jahren beobachte ich dieses Thema sehr intensiv. Und ich glaube da jetzt nicht nur das relevante Fachwissen zu haben, sondern auch eine Überzeugung zu haben und auch eine durchaus emotional sehr sichere Überzeugung zu haben. Seit über 20 Jahren, in dem es Technologien, Computer gibt, versuchen einzelne Unternehmen und auch einzelne Bildungsverantwortliche der Frage nachzugehen, sondern wie man diese neuen Technologien in den Bildungsprozess integrieren kann. Da gibt es eine eigene Wissenschaft, das ist die Medienpädagogik beispielsweise, die sich damit intensiv beschäftigt und die reflektiert nicht
ob es Sinn macht oder nicht. Sie geht davon aus, dass es Sinn macht. Und deswegen haben wir in Deutschland eine absolut einseitige Diskussion, auch eine wissenschaftlich einseitige Diskussion, die von einem Mantra geleitet wird, nämlich dass der Einsatz von Computern, von Tablets, von Smartboards, von digitalen Medien, vom eigenen Smartphone der gut für den Lernprozess ist. Und damit habe ich mich in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt und bin zu dem Entschluss gekommen, zu der Überzeugung gekommen, aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage, dass das nicht so ist. Ich habe auch sehr viel experimentiert, auch wirklich in den letzten 15 Jahren sehr viel experimentiert, sehr viele Projekte auch initiiert in verschiedenen Bildungseinrichtungen zu dieser Thematik. Nie gab es einen nachhaltigen Lerneffekt, wenn Fernseher, Videorekorder, DVD-Rekorder, Blu-ray-Player, Smartphones, Computer, Laptops jeglicher Art Zugang gefunden haben. Und woran liegt das, habe ich mich dann gefragt. Und die Erklärung ist einfach, weil Lernen schon immer ein sozialer Prozess ist und auch immer ein sozialer Prozess bleiben wird. Sozial meine ich im Sinne von, dass ein Mensch immer dann die höchsten Lerneffekte zeigt, wenn er einen Counterpart hat, also ein Gegenüber hat, mit dem er seinen individuellen Lernprozess, seinen individuellen Lernbedarf besprechen kann. Und tatsächlich ist dann ein Lehrender, wir können den nun in den nächsten 100 Jahren umbenennen, egal in welchen Namen er hat, aber eine Person, die mit einer Fach- und vor allem auch mit einer methodischen Expertise und einer hohen Empathiefähigkeit sich mit diesem Menschen auseinandersetzt, immer noch deutlich wertvoller, lernfördernder und viel effektiver, einen Menschen auf diese Welt und auf die komplexen Probleme dieser Welt vorzubereiten. Das schaffen technische Systeme nicht. Darüber wird gestritten. Das ist auch gut so. Darüber gibt es mittlerweile in den letzten Jahren, da ist das Buch, das ich mit Ingo Leibner geschrieben habe, Die Lüge der digitalen Bildung, sicherlich auch ein kleiner Beitrag dazu gewesen. Gibt es einen sehr, sehr intensiven Diskurs. Wenn man die Medienschau heute betrachtet, gibt es die meisten Vertreter in den Medien mittlerweile einen positiven Zugang zu dieser kritischen Argumentation. Und mittlerweile entstehen auch immer mehr Studien weltweit, die das auch belegen, dass der Einsatz von digitalen Medien gar nicht so gut ist. Aber das ist die Perspektive der Lernförderung. Jetzt kommt ein anderes Argument. Die sagen, naja, also die Lernschwächeren hätten durch die Nutzung der digitalen Medien einfach einen demokratischeren Zugang und einen einfacheren Zugang zu den Informationen und zu dem Wissen dieser Welt. Ja, das ist schon so. Aber wenn Lernschwächere auch die richtigen Suchbegriffe nicht bei Google eingeben können, werden sie auch die relevanten Informationen nicht finden, die sie weiterbringen werden. Und man weiß heute, dass der Einsatz von neuen Technologien eben die Lernschwächeren nicht fördert, sondern tatsächlich behindert. Das Ablenkungsverhalten von neuen Technologien, ich nehme jetzt mal Smartphones mit seinen unzähligen Möglichkeiten, führt dazu, dass Lernschwächere alles andere tun, aber eben nicht damit lernen. Also auch eine Demokratisierung, also eine Inklusion quasi Lernschwächerer in eine Leistungsgesellschaft findet durch digitale Medien nicht statt. Es wird sehr spannend sein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich war jetzt auf der Didakta in Hannover der letzten Woche und habe mir dort alle Hallen sehr ausführlich angeschaut, Plenumsdiskussionen gehabt, Gespräche auch geschaut. Und aufgefallen ist mir, es gibt ganz viele technische Anbieter mittlerweile, die Softwarelösungen, Cloud-Lösungen, Schulclouds, Server und was weiß ich nicht alles für Schulen anbieten. Die sind auch besucht, aber die Stände, die Anbieter, die Lehrmittelanbieter, wo die Stände geplatzt sind vor Besucherzahlen, sind die, die analoge Lehrmedien angeboten haben. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, weil es offensichtlich mittlerweile jetzt einen Retro-Trend gibt, wieder zurück zum Analogen und nicht weg vom Digitalen, sondern das Digitale kritisch sehen und zu überlegen, was bringt wirklich Sinn. Und natürlich, ich plädiere dafür natürlich jetzt nicht, digital aus allen Schulen zu verdrängen. Aber schon aus den Grundschulen, da haben sie nichts zu suchen. Und dann zu überlegen, wie sie beispielsweise an Hochschulen, an unserer Hochschule effektiv eingesetzt werden, das macht Sinn. Und ein letzter Satz vielleicht dazu, weil es ist ja auch ein breites Thema. Digitale Medien sind nichts anderes als eins von anderen pädagogischen Hilfsmitteln. Und so macht es Sinn, in einer Vorlesung, sagen wir von 60 Minuten, 20 Minuten frontal zu machen und 20 Minuten eine soziale Gruppenarbeit zu machen und dann verschiedenste andere pädagogische Methoden einzusetzen und dann natürlich auch mal ein Video von 3 Minuten zu zeigen. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Aber darauf zu fokussieren,
dass man nun Lehren, also das Vermitteln von Wissen automatisieren müsste durch digitale Medien, ist ein absoluter Unfug und wird meines Erachtens nicht stattfinden und hoffentlich auch sich nicht durchsetzen. Das ist ja auch eine sehr dezidierte Position, die deswegen auch für uns durchaus von großem Interesse ist. Deswegen sollte man den Diskurs auch fortsetzen, weil wir ja auch sehr viel Medienpädagogik hier mit den Kollegen machen, wo digitale Medien natürlich eine Rolle spielen, aber diese Kombination mit analogen Prozessen ebenfalls für mich auch eine hohe Bedeutung haben, also weil wir unser ganzes Leben nicht ins Digitale schieben können, sondern wir sind nun mal analog gebaut und das soll ja auch so bleiben. Aber das ist ein weites Feld, wo wir sicherlich auch eine wichtige, kontroverse Debatte sozusagen auch hier vor Ort weiterführen können und weiterführen sollten. Was mich dann natürlich so zum Ausblick kommen lässt, wie denn eine digitale Agenda aussehen sollte. Wir hatten, ich hatte jetzt in den vergangenen Wochen, waren hier sehr viele Vertreter der Städte und Landkreise in der Metropolregion zu Gast. Ein Thema war immer digitale Agenda, war Digitalisierung und Digitalisierung als Netzausbau und die damit vorhandenen Probleme, wer bezahlt denn die Netze? Und die Frage ist ja nach wie vor unbeantwortet, kommerziell öffentliche Hand. Aber die Frage ist ja auch, die sich anschließt, wie viele Netze brauchen oder braucht jeder zu Hause wirklich einen Glasfaseranschluss? Und wer hat ein Interesse daran, dass wir noch weitere Datenströme erzeugen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie erzeugen, die wir dann auch noch über Steuer und Abgaben noch selbst bezahlen müssen, indem die technische Infrastruktur, Stichwort Glasfaser, nun bis ins jede Haus geführt wird. Wie sehen Sie denn digitale Agenda als, oder was wäre Ihre digitale Agenda? Politik tut sich schwer mit dem Thema der Digitalisierung, weil natürlich die Handlungsmöglichkeiten und die finanziellen Mittel eingeschränkt sind. Das kann ein Wirtschaftskonzern im Silicon Valley in Amerika natürlich ganz anders betrachten. Der baut sich da seine Antennen hin, die er braucht. Ich nehme wahr, dass die Politik dort hoch verunsichert ist und sich dieses Thema Digitalisierung auf ihre politische Agenda geschrieben hat, aus verschiedensten Gründen sicherlich, um dann halt auch diesem Mainstream zu folgen. Und weil es auch sicherlich notwendig ist, in den nächsten 50 Jahren irgendwie mal die Leitungsversorgung zu verbessern. Aber diese digitale Entwicklung lebt nicht davon, ob wir nun ein 4G-Netz haben oder ein 5G-Netz haben oder ob wir Kupfer oder ausschließlich nur Glasfasernetze an den Haushalten haben. Ohne Frage macht das für die Wirtschaft Sinn, das ist richtig. Aber wenn man auf die Haushalte fokussiert, was machen Haushalte mit Glasfaser? Naja, sie gucken halt noch mehr Netflix-Filme und das noch ruckelfreier, als man es jetzt schon tun kann. Das heißt also, was trägt dann durch die Digitalisierung tatsächlich zum Inlandsprodukt bei? Das ist im primären Grund erstmal natürlich der Verkauf von Glasfasernetzen. Und da müssen wir wissen, dass wir eine gewisse Oligopolisierung in Deutschland haben. Das heißt, daran verdienen nur wenige große Konzerne. Und die Telekom, die das Monopol auf die Netze hat, und natürlich nicht das Monopol, das stimmt nicht, aber die größte Flächendeckung von der Kupferkabelnetze hat, hätte das ja schon alles längst umsetzen sollen und können. Aber sie tun es nicht. Und warum nicht? Weil sie sehen, dass die Menschen das eigentlich gar nicht brauchen. Und auf der anderen Seite, das mit immensen Investitionen verbunden wäre, was die Menschen ihnen aber, die Kunden ihnen nicht wieder bezahlen würden. Und die Politik steht nun irgendwo dazwischen. Sie möchte das vorantreiben. Und auf der anderen Seite weiß man, dass die Kunden das eigentlich gar nicht zwingend brauchen. Oder fragen Sie mal in einem großen Haushalt, wo 50 Parteien in Berlin Mitte in einem Haus wohnen, ob sie da nun zwingend ein Glasfasernetz bräuchten. Also, da werden die meisten ihnen sagen, was ist denn das? Ne? Brauche ich hier, kenne ich nicht. Ne? Meine persönliche Agenda ist, nicht auf den technischen Ausbau zu fokussieren. Das wird kommen, früher oder später, ob man das will oder nicht. Und da gibt es sehr viele gute Argumente dafür. Meine persönliche Agenda ist, dass wir darüber reden und sprechen müssen und streiten müssen, wie eigentlich eine gesellschaftliche Digitalagenda aussieht. Also, ganz konkret, wollen wir tatsächlich soll Politik die Wirtschaft dahin bewegen, durch die Möglichkeiten, die Politik haben kann, dass wir in 10 Jahren nur noch Roboter in unseren Haushalten haben? Soll es wirklich dahin gehen, dass die Wirtschaftsförderung Unternehmen dahin bringt, dass der Toaster mit dem Kühlschrank darüber spricht, ob nun bei Lidl, bei Rewe oder bei Amazon Bier nachbestellt werden soll?
Wollen wir also tatsächlich eine Automatisierung, was wir in Unternehmen in den 70er, 80er, 90er Jahren erlebt haben, auch in den Privathaushalten haben? Wollen wir die völlig selbstautonome, selbstfahrende Spülmaschine haben, die dorthin fährt, wo das Geschirr steht und nicht umgekehrt, dass ein Roboter das dort einräumt? Ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, ich denke darüber seit vielen, vielen Jahren nach und ich bin auch gerne ein Nutzer von digitalen Technologien, weil ich vieles ausprobiere und ich entdecke immer mehr, es liegt vielleicht auch in meinem Alter oder je älter ich werde, dass ich das alles gar nicht will. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Weil ich möchte mich mit meiner Umwelt noch so aktiv beschäftigen, dass ich noch selbst Herr meiner Umwelt bin. Weil wir wissen das aus der Psychologie, wenn du deine Umwelt beherrschst und das, was du tust, beherrschst, hast du den höchsten Grad an Selbstwirksamkeit. Und ein hoher Grad an Selbstwirksamkeit ist die beste Prävention vor Krankheiten und der höchste Treiber für ein Glücksempfinden dabei. Das heißt, ja, man mag auf der einen Seite es nachteilig empfinden, den Geschirrspüler einzuräumen. Und man wird bestimmt nicht glücklicher dadurch, dass ich ihn ausräume. Aber wissen Sie, wie unglücklich Sie wären, wenn der Roboter, der das tun soll, nicht funktioniert, das System permanent neu hochfährt, die Waschmaschine trotzdem nicht sauber gespült hat. Dann aber irgendwie muss ja dann auch diese Spülmittel da rein. Das ist dann irgendwie alle, das kann der Roboter nicht alleine machen. Sie sich also dann irgendwie so um Dinge kümmern, die eigentlich doch automatisiert werden sollten. Wir werden also immer Teil einer analogen Welt bleiben. Und ich wünsche mir eben keinen Orwell, nicht 1984, sondern auch, ich wünsche mir auch keinen Orwell 2020, in denen dann Roboter quasi uns Menschen zu sagen haben, was wir zu tun haben. Und insofern, ja, da wo es Sinn macht, im Gesundheitsbereich beispielsweise, im Pflegebereich, lasse ich auch noch gerne mit mir reden, aber auch vor allem im Gesundheitsbereich, in der Medizin, gibt es ungeahnte, fantastische Möglichkeiten, mit neuen digitalen Technologien Krankheiten zu verhindern und auch Krankheiten zu behandeln. Da bin ich sehr, sehr begeistert davon. Aber auf der anderen Seite im Konsumerbereich, wo es wirklich um Konsum und um Lebensgestaltung geht, appelliere ich doch an mehr analog. Vielleicht ist tatsächlich, wie mein Freund André Wilkens sagte, analog das neue Bio. Das wird ja deswegen auch perspektivisch spannend werden, weil sich die Frage der Zukunft unserer Demokratie unmittelbar damit verknüpft, weil natürlich, Sie haben es ja eben schon zumindest implizit angesprochen, es ja auch eine Frage des Menschenbildes ist. Was wollen wir? Bestimmt die Technologie uns oder bestimmen wir die Technologie? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber es kommt trotzdem noch auf die Schwerpunktsetzung drauf an und autonome, analoge Bereiche des freien Willens, ich sage das mal so, sind, glaube ich, zentrale Bereiche auch für einen demokratisch reflektierten konstituiven Staat. Und ja, das muss Einfluss auf, meine ich, auch Einfluss auf Technologieentwicklung haben. Nicht das, was technisch machbar ist und interessensgelenkt technisch gemacht werden soll, sollte Zukunft bestimmen, sondern das, was wir durch den gesellschaftlichen Diskurs als sinnvoll empfinden und deswegen auch andere zügeln sollten, Dinge zu tun, die letztlich nicht in unser aller Interesse sind. Ich habe das jetzt mal sehr verklausuliert ausgedrückt, aber ich glaube, ist klar, Google und Facebook müssen Grenzen aufgezeigt werden. Vielleicht ein konkretes Beispiel dazu. Wir sprechen sehr viel über das autonome Fahren, über selbstfahrende Autos. Vielleicht gibt es irgendwann mal die fliegenden Autos. Jetzt sprechen wir erstmal über selbstfahrende Autos. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Ihr Auto tatsächlich komplett selbst fährt. Sie setzen sich da rein und müssen nichts mehr tun. Sie sprechen mit Ihrer Stimme das Ziel ein, das Auto fährt los. Was machen Sie in diesem Auto? Gut, jetzt könnte man sagen, man könnte den ganzen Tag Alkohol konsumieren, ne? Also man könnte dann also auch alkoholisiert Auto fahren. Das ist für manche ein Vorteil. Man könnte auch sagen, okay, man schläft dann. Ich kann noch länger arbeiten, dann schlafe ich halt nicht mehr zu Hause, sondern nur noch im Auto. Und das Auto fährt mich durch Termine, von Termin zu Termin. Die Amerikaner haben das ja schon seit vielen, vielen Jahren, sind sie da in der Erforschung dieser Thematik. Und sie stellen fest, dass sich die Menschen beim selbstfahrenden Auto sowas von totlangweilen, dass man sie wieder wach machen muss. Weil es der Gesetzgeber auch in Amerika nicht erlaubt und auch zu Recht nicht erlaubt, dass ein Mitfahrer, der im Auto alleine ist, schläft. Er muss immer noch Kontrolle haben, damit er bei Unfällen aussteigen kann, diese Geschichten. Also man muss ihn wach halten. Also was macht dann die digitale Wirtschaft? Thema Gamification, sie spielt Spiele
auf die Windschutzscheibe. Man sitzt dann also in seinem Auto, das Auto fährt alleine und damit er nicht einschläft, weil er es nicht soll, damit er sich retten kann im schlimmsten Fall, spielt man ihm ein Spiel hin und das Lenkrad ist kein Lenkrad mehr, sondern ein Joystick und man hält den Fahrer, also den Mitfahrer, nee, den Insassen wach durch Ballerspiele. Das ist so ein schönes Beispiel, wo ich so sage, das ist so was von hochgradig unsinnig. So was braucht kein Mensch. Und es wird sehr spannend sein, wie weit sich dieses Thema autonomes Fahren nun tatsächlich entwickeln wird. Ich bin davon fest überzeugt, dass wir sicherlich noch viele Fahrassistenten in unsere Fahrzeuge bekommen werden, aber das selbstfahrende Auto werden wir nicht erleben. Also ich fand es jetzt stark, zu sagen, die Menschen wach halten, weil ich glaube, darum geht es bei der gesamten Debatte, auch bei der Ausbildung. Ich freue mich darauf, dass wir den Diskurs fortsetzen zu den ganzen Themen, weil das unmittelbar hier auch mit unserer Arbeit zu tun hat und wir ja auch planen, hier einen Studienplatz mit einzurichten, der praktische Medienerfahrung, Medienwirkung, technische Basis, digital, mit den analogen Fragestellungen einer demokratischen Gesellschaft kombinieren soll als Bürgermedium. Da freue ich mich sehr drauf. Herr Professor Lemke, toll, dass Sie heute bei uns waren. Ich freue mich sozusagen auf die Weiterführung dieses heutigen Einstiegs, weil das ist ein so spannendes Thema, was uns die nächsten Jahrzehnte unser Leben lang sicherlich begleiten wird. Und lebenslanges Lernen heißt auch lebenslang darauf zu gucken, ob die Dinge, die wir tun, sinnvoll sind oder nicht. Und das sollen wir tun, das werden wir tun. Und deswegen freue ich mich, dass wir da heute einen Startpunkt gesetzt haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Danke.